So, da liegen Pferdeäpfel. Und das ist die Mani, eine junge Retrieverhündin. So, und da würden die meisten Leute sagen, pfui, aus. Oder viele würden es sagen. Und ich sage, wir gehen weiter. Das heißt aber, der Hund muss diesen Rückruf oder diese Aufforderung zum Weitergehen natürlich gelernt haben. Den lernt er aber nicht, wenn der direkt daneben liegt. Das wird geübt, geübt, geübt. Und dann lege ich so eine Ablenkung in kleiner Entfernung. Also einen kleinen Reiz. Und dann übe ich das. Und dann wird dieses Weitergehen belohnt. Und irgendwann sagt er, okay, aber das Weitergehen, da habe ich ja dann immer die Belohnung gekriegt. Und dann kann ich den Reiz natürlich erhöhen. Übe, trainiere nicht gegen etwas, zum Beispiel das Anspringen, sondern für etwas, das mit allen Vieren auf dem Boden bleiben. Im Hundetraining und in der Schule üben wir immer gegen etwas. Mach nicht so viel Fehler. Du sollst nicht diese Aufgabe falsch rechnen. Du sollst im Sport, du sollst das nicht so und so machen. Wir üben immer, und da meine ich auch Gesellschaft, Einfluss auf Lernen, auf Umgang, auch auf Menschen, da sind es Ursachen. Sondern wir sollen nicht gegen etwas üben, sondern für etwas. Und das Irre ist, ich bringe das mit allen Vieren auf dem Boden bleiben, dadurch bei, dass ich dem Hund beibringe, anzuspringen. Und zwar mit Pfoten zum Beispiel auf dem Stuhl, je nach Größe des Hundes. Und dann kriegt er ein Signal, das heißt Pfoten drauf oder irgendwas, was immer ich da sage, und dann wird er oben belohnt. Und dann wird er natürlich fürs Runtergehen, und die gehen ganz leicht wieder runter, wird er auch belohnt unten. Und das mache ich 3, 4, 5 Mal, es hängt vom Hund ab. Und dann bitte ich ihn wieder rauf zu gehen, dann kriegt er keine Belohnung. Bitte ich ihn runter zu gehen, dann kriegt er unten wieder Belohnung. Also mit dem Signal, und bleib unten. Er geht ja runter, also da kann ich das Signal auch sehr früh einsetzen. Und dann bitte ich ihn wieder rauf zu gehen. Dann kriegt er unten wieder die Belohnung. Und dann bitte ich ihn wieder rauf zu gehen. Dann sagt er, nee, ich bin noch nicht doof. Ich kriege die Belohnung unten. Ja? Und dann, ich kann das noch steigern. Ich locke ihn manchmal auch zum Anspringen mit der Belohnung an mich ran. Und dann kriegt er keine Schimpfe. Sondern ich habe ihn ja gelockt, dann gehe ich einen Schritt zurück. Und sobald er mit den Pfoten unten ist, kriegt er die Belohnung. Also ich versuche, für etwas zu üben. Sage nicht, was du nicht möchtest. Zum Beispiel nicht anspringen. Sage, was du möchtest. Bleib unten. Und das sind Dinge, die kommen aus einem anderen Bereich der Psychologie, aber sie spielen für das Lernen, das NLP zum Beispiel, spielen für das Lernen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und glaub bitte nicht, dass Lehrer in ihrer Ausbildung sowas lernen. Warum nicht? Das kann ich dir nicht sagen. Warum lernen Ärzte nur begrenzt, Patientengespräche zu führen? Warum hat mir ein Arzt, den ich wirklich schätze, der also super ist und super war, mir gesagt, sie werden Krüppel? Also ich übertreibe es jetzt mal. Das ist auch so eine Sache, ja. Die Einstellung zum Hund spielt eine Rolle beim Lernen. Wie nehme ich meinen Hund für mich wahr? Das hängt auch damit zusammen, was ich heute vorhin gesagt hatte. Warum habe ich diesen Hund? Oder damit kann das zusammenhängen. Die Einstellung kann durch ganz viele Dinge geprägt werden. Das ist jetzt hinten schwer zu lesen, es macht nichts, man muss auch nicht alles lesen. Ich in einem Forum über Tierkommunikation. Also ich bin in einem Forum über Tierkommunikation und das ist ganz spannend manchmal. Und da schrieb dann jemand, ich kann allen, die ihren Hund lieben und ihn besser verstehen möchten, das Buch Mit Hunden sprechen von Jane Fennell nur empfehlen. Wirklich hervorragend. Mir und nicht zuletzt meinem Hund hat es sehr viel gebracht. Und dann war ich durch Zufall der Erste, der das wohl gelesen hatte. Und dann habe ich geschrieben, das war vor 12 Jahren, als es ins Deutsche übersetzt wurde, schon überholt und ist es heute erst recht. Und dann habe ich Hauer bekommen. Wow. Und wie ich sowas. Und dann wusste ich, hab's noch irgendwo. Also mir fällt es schwer, Sachen wegzuschmeißen, besonders Bücher. Und dann habe ich mich abends, das war so morgens irgendwie oder mittags, dann habe ich mich abends von 10 bis 12, also als ich im Bett lag, habe ich das Buch rausgeholt, habe das gelesen, wusste ich inhaltlich, was ist, und habe einen Stift genommen, bang, 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 markiert. Und dann habe ich am nächsten Morgen mich, als ich das Frühstück fertig hatte, aber noch nicht zum gefrühstückt habe, habe ich mich dann hingesetzt und da Klebezettelchen reingesetzt an die Stellen, die ich markiert hatte. Und ab mittags, morgens hatte ich einen Kunden, ab mittags hatte ich dann Zeit, dann habe ich mich an den Rechner gesetzt. Dann habe ich zwei Dinge gemacht. Dann habe ich erstens aus diesem Buch zitiert, und das ist das, was ich, also einige Teile daraus, die ich habe.
Und sie schreibt, ich hatte die Arbeiten von Pavlov, Freud und F.B. Skinner und all den anderen anerkannten Fachleuten aus diesem Gebiet gelesen und darin eine Menge gefunden, dem ich zustimmte. Zum Beispiel der Gedanke, dass sein Hund an ihn hochspringt, um eine Hierarchie zu etablieren, genauer gesagt, um sie auf ihren Platz zu weisen und so weiter. Also wenn man ein bisschen Ahnung von Psychologie hat, und in meinem Studium habe ich auch einige Semester Psychologie studiert, also Freud, wo ist es? Da ist es irgendwo. Freud hat nie was über Hunde geschrieben. Also er hat wohl mal eine Aussage über Hunde, glaube ich, gemacht irgendwo. Aber der hat nie über Hunde geforscht. Und auch Skinner hat nicht über Anspringen von Hunden und Platz. In der Psychologie nennt sich so etwas auszudrücken, Autorität leihen. Ich schreibe etwas und tue so, als wären das, und das sind ja wichtige Leute, wird das dort einpassen. Bei Kindern kennt man das. Mein Vater hat gesagt oder meine Mutter hat gesagt, das ist Autorität leihen, das ist völlig in Ordnung. So, das darf man natürlich machen. Und dann kommen einfach so ein paar Dinge, über die wir gestern auch mit Wölfen gesprochen haben, gehe ich auch nochmal drauf ein. Später auf dem Spaziergang fand ich heraus, dass ich meine Dominanz ständig unter Beweis stellen musste. Es ist in dieser Schlacht darum gegangen, wer seinen Willen durchsetzt, ich hatte gewonnen. Es ist in dieser Schlacht darum gegangen. Dann die Fütterung mit der Rangordnung. Musste als erster essen, die Sache mit dem Keks. Und dann am Schluss, der Hund muss tatsächlich mit Signalen bombardiert werden, bevor er begreift. Das sind Begriffe aus dem Krieg. Führen wir denn einen Krieg mit unserem Hund? Ist das nicht schrecklich? Aber wenn jemand das liest und sagt, das gefällt mir, und wenn man das Vorwort liest von der Jane Fennell, die Einleitung, da denkt man, es geht um harmonisches Führen. Und das schreibt sie auch. Und da kann man tief beeindruckt sein. Boah, ja, das ist auch mein Gedankengut, denkt man. So möchte ich das. Aber dann kommen solche Sachen raus. Und da habe ich dann sehr klar Stellung genommen. Und dann habe ich noch eins gemacht. Dann habe ich ein Gespräch mit meiner Collie-Hündin Rena mental geführt. Also ich halte eine Menge von Tierkommunikation. Und wenn ich es jetzt so darstelle, ist es ein bisschen ironisch. Und es gibt sehr, sehr gute Leute, auch in Österreich, sehr gute Tierkommunikatoren, die auch gute Ausführungen machen. Ja, also es ist mir schon wichtig. Aber in so einem Forum muss man einfach auch mal... Und dann habe ich also ein Gespräch mit meiner Collie-Hündin Rena geführt und habe ihr gesagt, was sie davon hält. Und die hat dann geantwortet. Das habe ich dort reingeschrieben. Und jetzt konnte ja keiner, weil das Tierkommunikatoren waren, sagen, ey Gerd Köhler, du spinnst. Das hätte ich im Forum über positives Training, hätten die gesagt, du spinnst. Aber ich konnte sie ja da nicht machen. Und habe dann noch ein bisschen Literatur angegeben, zum Beispiel Elisabeth Beck, Wer hören will, muss fühlen, Hundeverstand und noch ein, zwei andere Bücher. Nach dem Motto, lest da mal nach, dann könnt ihr auch da wissenschaftlich nochmal, was die Rena mir erzählt hat, lesen. Aber wenn ich sowas lese und davon beeinflusst werde, gehe ich ja mit einer ganz anderen Einstellung an meinen Hund ran und habe ständig das Gefühl, der will mich provozieren. Und dann gehe ich in das Bombardieren. Ein Kommunikationstrainer, Rudi Rode, bei dem ich mal über Aggression und Umgang mit Aggressionen eine Menge gelernt habe, der sagte, also er hat mit jugendlichen Gewalttätern in Gefängnissen auch trainiert, der sagte, wenn es bei uns ums Prinzip geht, werden wir unerbittlich. Wenn jemand mit einer Pistole vor mir steht und sagt, ich möchte dein Geld haben, und es geht mir ums Prinzip, das lasse ich nicht zu, dann lasse ich mich erschießen. Das muss man sich mal klar machen, weil es ein Prinzip ist. Und um Prinzipien, wer geht als erster durch die Tür? Da werden wir ganz schnell unerbittlich. Und ich hatte einen Kunden in einem Ort, da musste der Hund warten. Klar, weil dort Radfahrer fuhren, weil dort Inliner und Jogger in so einem Parkbereich gingen. Da musste der Hund warten. Und bei mir dürfen die Hunde, weil das technisch geht, erst raus an der Leine und warten dann. Und ich drehe mich um, schließe ab. Und beides Mal wird geführt, aber nicht unter der Intention, ich bin Chef und ich muss kämpfen, sondern in der Klarheit, die äußere Regel mache ich so. Nur mal, um deutlich zu machen, wie leicht man in so Dinge reingerät, ohne sich das auch klar zu machen. Die Einstellung führt zu einem ständigen Kampf mit dem Hund und der versteht den nicht. Wie soll der das verstehen? Der hat die Jane Fennell oder andere nicht gelesen. Dann gibt es ich habe ein Video, das werde ich auch gleich noch zeigen, bei YouTube stehen, und dass es so falsch in Deutschen ist, hat Niederländer auf Deutsch geschrieben, ja, also bitte gelassen sehen. Und dort geht es, dass ich sage, der Hund muss dieses Kopfstreichen nicht ertragen müssen. Und die eine Antwort ist, der Hund hat sich einfach daran zu gewöhnen, wie ich ihn belohne und nicht, wie er es so mag.
Der Hund braucht einen Chef, Rudelführer, der ihm sagt, wo es lang geht, selbst wenn ihm die Signale ausdrücken, dass es ihm nicht passt. Das ist eine Einstellung, die natürlich Lernen, Umgang mit dem Hund absolut verändert. Und das ist eine ganz andere Ebene als zwischen den beiden. Da sind alte Ideen noch dahinter, aus dem Bereich der Wölfe. Das war gestern auch schon mal angesprochen worden. Und Raymond Lorna Coppinger sagen in dem Buch Dogs, also Hunde, ein Alpha-Wolf versucht keinem Rudelmitglied etwas beizubringen, besonders nicht das Sitz. Die Tatsache, dass wir viel an die Vergleichbarkeit mit dem Wolfsrudel glauben und im Hundetraining anwenden, ist ein Zeugnis dafür, wie wenig über die Hundeentwicklung verstanden wird. Und wer bei YouTube mal nach David Match oder Meach, wie manche sagen, also Match wird es auf Englisch ausgesprochen, sucht, findet 3-4 Videos mit kurzem Interview, 5 Minuten, gut verständlich, wo er genau das zusammenfasst. Sogar die vielgerühmte Wolfsdominanzhierarchie ist in erster Linie natürlicher Ausdruck von Alter, Geschlecht, reproduktiver Struktur der Gruppe, hatten wir gestern schon drüber gesprochen. Und das typische Wolfsrudel sollte daher als Familie betrachtet werden, in der die erwachsenen Elterntiere die Aktivität der Gruppe anführen und die Gruppenleitung in einem System der Arbeitsteilung gemeinsam übernehmen. Und ich fand das gestern so schön, dass es schon mal angesprochen wurde und ich kann es hier nochmal unter einem anderen Aspekt auch reinbringen. Wie kommen solche Ideen in die Köpfe? Das ist ja kein Zufall. Da hat ein Norweger, Thorleif Schjelderup Ebbe, als junger Mann Hühner gehabt. Der ist später Nobelpreisträger geworden, aber nicht für das, was er dort rausgefunden hat. Die haben in so einem Vorort gelebt und die Mutter hat dem Jungen erlaubt, Hühner zu halten, weil der das einfach, fand das spannend. Und der hat Folgendes rausgefunden, dass die Hühner in seinem kleinen Hühnerhof eine Struktur haben. Und hier als Modell, das sind ja Modelle, darf man nicht vergessen, das ist nicht die Wirklichkeit, sondern das ist ein Modell. Wenn die so auf einer Leiter, so an einem Hühnermodell oder einem Hühnerleitermodell dargestellt, und dann ist das oberste Huhn, auch das wurde ja gestern schon mal angesprochen, das darf alle darunter picken. Also da gibt es tatsächlich eine Hierarchie. Wobei es auch heute Biologen gibt, die sagen, eigentlich, wenn die Platz genug haben, gibt es die vielleicht gar nicht. Aber nehmen wir es mal an. Und das darunter darf alle und so weiter. Und da unten ist die arme Socke, die hat auch schon gar keine Farbe mehr, ist ganz zerpickt. Und dieses Modell ist ein soziologisches Modell. Und dann hat man festgestellt, als man Wölfe untersucht hat, und zwar Gehegewölfe, und auch David Match sagt, ich war daran beteiligt. Und diese Wölfe waren aus verschiedenen Teilen der Erde, waren beiderlei Geschlechts, verschiedenen Alters. Und im Gehege heißt, auch wenn es ein großes Gehege war, sie konnten nicht abwandern, wenn sie geschlechtsreif wurden. Also mussten sie sich sozial einigen. Und dann entstand tatsächlich etwas, was man bei den Hühnern beobachtet hat. Es entstand eine Hierarchie, also Alpha und Omega. Und das sah ähnlich aus und der unterste war wohl der zerzauste. Das heißt, man hat ein Modell, was man aus der Biologie kannte, übertragen in eine Situation, die man für vergleichbar hielt, die in dem Augenblick auch sicherlich vergleichbar war. Und dann ist man hingegangen und hat gesagt, okay, der Hund stammt vom Wolf ab und bei Wölfen ist das so, also muss das auch zwischen Mensch und Hund so sein. Ist doch logisch, ne? Das ist schon ganz klar. Und da gibt es jemanden, also das ist jetzt nur ein Beispiel, weil ich da gleich was der Hundeflüsterer, ich habe immer so mit dem Begriff Hundeflüsterer Probleme und irgendwo Jahren in der Zeitung wurde ich auch mal so genannt, habe ich gesagt, bitte mach das nie wieder. Das finde ich ganz schrecklich. Ich rede zwar leise mit Hunden, aber deswegen bin ich noch kein Hundeflüsterer. Klaas Weinberg, und der hat im Text, in der Zeit zwischen der 13. und 16. Woche erhält der Hund seinen Platz auf der Rangordnungsleiter. Hierdurch entsteht ein Wettbewerb zwischen ihnen und den Hausgenossen und dem Hund. Jeder Hund mit Nachdruck, jeder, hat den Drang, so hoch wie möglich auf der Rangordnungsleiter zu enden. Hier folgt eine schematische Wiedergabe der Rangordnungsleiter. Die habe ich jetzt zwar nicht übersetzt, weil man es auch so versteht. Also, Alpha-Rüde, Alpha-Hündin, bei den Wölfen jetzt, eventuell zweite Hündin, hochkommender Rüde, hochkommende Hündin, erwachsene Rudelmitglieder, das sind die Welpen. Vater, Mutter, Mama, Papa, Kind 1, Kind 2, Hund, eventuell Hund 2, Katze und dann noch ein kleiner Witz, also Kaviar ist das Meerschweinchen. Ne? So. Das heißt, diese Struktur, er hat ja nichts anderes gemacht, als die Struktur, die in den Köpfen ist, mal einfach im Buch so aufgeschrieben. Aber was folgt daraus?
dass wir unsere Hunde einfach ganz mies behandeln und jeden Tag mit ihnen einen Kampf mit Bomben und was immer dazu gehört, führen. Das heißt, genau da führen diese Einstellung hin und dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn Hunde uns oder unsere Kinder oder Fremde beißen. Nochmal, es sollte als Familie betrachtet werden und David Matsch sagt sehr deutlich, ich bin mit dafür verantwortlich, dass diese Modelle entstanden sind. Aber durch die Freilandforschung von Matsch und anderen, Radinger, Bloch, ist man dazu gekommen, dass man sagt, nein, so ist nicht die biologische Wirklichkeit. Es sind Familien, mit dem, was gestern auch gesagt worden, wo man Strukturen hat, wo man Aufgaben innerhalb der Strukturen hat, wo tatsächlich auch eine, wenn man das bei Menschen sieht, eine Vater, eine Mutter, Rolle da ist, die in unterschiedlichen Situationen sich verändern kann, wo Kinder in bestimmten Situationen auch andere Rollen einnehmen können. Und deswegen darf man dieses Modell wirklich aus dem Kopf nehmen. Ganz deutlich, das heißt nicht, dass ich auch in der Hundeerziehung, in der Hundeausbildung auch sage, hier ist Stopp. Es gibt ein hervorragendes Buch eines Hamburger Pädagogen, Kinder brauchen Grenzen. Und das ist meine Empfehlung für manche Hundetrainer. Ja? Also, das heißt nicht, Hunde dürfen tun und lachen lassen, was sie wollen. Sondern so wie Kindererziehung Grenzen braucht, braucht auch Hundeerziehung Grenzen. Aber sie braucht viel mehr Freiräume, als diese Modelle sie uns erstmal vorgeben würden. Also, auch das können wir so streichen. Das bin ich. Das ist Karl-Dietrich Zeyne. Das ist Karl-Dietrich Zeyne, für den ich immer Klopper gekriegt habe vom Gerd Schabinski. Ist das nicht verrückt, dass man so seinen Namen noch sich... Ne? Wenn ich mal im Seniorenheim bin und so an Altersdemenz, dann werde ich das erzählen. Immer wieder und immer wieder. So. Es gibt einen Effekt, der heißt Rosenthal-Effekt. Also das Bild ist älter, als wie diese Untersuchung von Rosenthal gemacht wurde. Was hat man gemacht? Man hat Lehrern, die in eine Klasse neu kamen, Listen gegeben und hat gesagt, schaut mal, wir haben hier Kinder untersucht und das sind die Kinder, aus denen was werden wird. Die haben guten IQ und die von Potenzial, das wird super werden. Und dann eine zweite Liste hat man gesagt, ja, das ist so nicht so, also da. Was ist passiert? Also das war rausgewürfelt und die stimmte überhaupt nicht überein, diese Liste mit den objektiven, und das war wirklich gemischt mit den objektiven Daten. Was ist passiert? Nach einem, glaube ich, einem halben Jahr sind tatsächlich die Kinder, von denen man gesagt hatte, die sind gut oder viel, viel besser gewesen, mit einer deutlichen Erhöhung des IQs. Und den anderen, die sind so geblieben oder schlechter geworden. Ethisch würde man vielleicht so eine Untersuchung heute nicht mehr machen, aber so war es. Woran lag das? Der Lehrer wusste nicht, dass es eine Untersuchung war. Er hatte nur die Information, die sind besser. Er ist toleranter gewesen bei Antworten. Hat nicht gleich abgewürgt. Hat mir Zeit gegeben. Hat mir ermuntert. Hat mir Zuwendung gegeben. Und natürlich dadurch die gefördert. Das ist etwas, was ich im Studium gelernt habe. Ich habe später selber mal so Untersuchungen auch ein bisschen anders dazu gemacht. Hat er die positive Einstellung, also etwa der ist hochbegabt, verändert sich was? Ich erlebe es immer wieder, dass Kunden zu mir kommen, zu ganz unterschiedlichen Sachen, ob das zu Mentoring ist oder zu anderen Sachen, und die sagen einfach, ach, mein Hund ist dazu zu doof. Und in dem Augenblick, wo ich ihnen, dem Hund, einen Weg zeige, mit ihnen zusammen, wo sie mit einmal erkennen, boah, der kann Sachen, da habe ich ja nie mit gerechnet, ist die Entwicklung dieses Hundes wahnsinnig schnell. Weil er nicht mehr emotional durch den Besitzer blockiert wird und der Besitzer ihm auch mehr Angebote macht, mehr Toleranz hat, mehr Hochachtung vor dem Hund hat. Und das ist das, was hier bei Kindern auch passiert ist. Das war nicht beabsichtigt. Ja, das war nicht beabsichtigt von den Lehrern. Und das Interessante ist, er hat auch Untersuchungen bei Ratten gemacht, wo man denjenigen, die Ratten versorgt war, auch gesagt hat, das sind dumme Ratten, das sind schlaue Ratten. Und die schlauen Ratten,
das war auch statistisch gemischt, sind schlauer geworden und die dummen Ratte sind nicht schlauer geworden. Alleine die Einstellung, die positive Zuwendung, vielleicht das mehr Streicheln, das Streicheln eine Bedeutung hat, wissen wir nicht nur von Menschen, das ist ja auch von Tieren. Auch in der Rückwirkung bei Hunden auf uns, dass es uns auch beruhigt, uns gut tut. Und ich möchte hier an einem Beispiel zeigen, wie genau diese Einstellung etwas verändern kann. Das ist ein Hund, ich wusste damals gar nicht, wie er heißt, Jackie, der lebt auch heute nicht mehr. Und er wohnte an einem Weg und ich habe ihn nie auf dem Spaziergang gesehen, ich habe ihn immer nur in einem kleinen Garten gesehen und der war, ja, wir gucken uns einfach mal selber an, wie er war. Und ich war mit meinem Retriever Ben da. Nur das war das, wir gehen weiter. Darauf bezog sich das. Und der fand das auch nicht lustig. Und es war ein öffentlicher Weg. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich bin da gar nicht oft lang gegangen, auch mit Ben nicht. Also wenn ich dort lang ging, ging ich nur mit meinem Hund lang. Dann habe ich Folgendes gemacht. Dann habe ich erstens, 5 Meter entfernt, für meinen Ben ein paar Leckerli verstreut, so. Das ist so eine Sackgasse gewesen, so auf der Straße, dass er suchen konnte. Dann war er beschäftigt und dann bin ich hingegangen und habe dem Jackie ein paar Leckerli in den Garten geworfen. Und dann hat mir in Holland mal jemand gesagt, ja, und was haben die Besitzer dazu gesagt? Die habe ich nicht gefragt. Und die würde ich auch heute in der gleichen Situation nicht fragen. Denn die haben höchstens mal an die Scheibe geklopft, wenn der Hund bellt, halt's Maul! Und der ist auch nie spazieren geführt worden. So, und dann habe ich ihm das waren spezielle Leckerli, also war getrocknete Lunge, die sonst damals zu der Zeit nicht so viele Leute mit sich rumführten. Und dann habe ich ihm die einfach reingeworfen und habe gesagt, ach Jackie, mein Schatz, guck mal, ich habe hier was für dich. Und bin weggegangen, Ben war fertig, Jackie war beschäftigt und bin weitergegangen. Und das habe ich ein paar Mal gemacht. Und dann schauen wir mal, was daraus entstanden ist. Das ist das von eben nochmal. Ben, wir gehen weiter, wir gehen weiter. Weiter. Hey. Hier, jetzt freust du dich, ne? Oh, da bist du ja. Guck mal, das hab ich für dich. Ja, guck mal. Und er hätte es auch so bekommen, das sieht man gleich. Der muss mir das nicht aus der Hand nehmen. Und ich habe auch immer, wenn er mal nicht draußen war, ich bin dort lang gegangen, was reingeworfen. Ich habe Bändchen. Dann schauen wir mal, wie nah das ist. Oder schaut mal. Und da bellt jetzt ein Hund, der ein Grundstück weiter ist und sagt, ihr macht da was, kann ich auch. Gut so. Gut so. Und wir gehen weiter. Da hat sich ganz viel verändert. Und dann wurde ich gefragt in den Niederlanden mal, haben Sie das nur mit Leckerchen hinbekommen? Habe ich das nur mit Leckerchen hinbekommen? Das ist das, was die Inga gestern sagte am Ende. Meine innere Einstellung zu diesem Hund, der nichts dafür kann, für dieses Verhalten, und den ich einfach auch, der mich unheimlich angesprochen hat. Und diese Offenheit und das nicht zu verurteilen und zu sagen, okay, ich nehme dich erstmal so, wie du bist. Und dann kann ich Dinge verändern. Warum er auch immer so war, die sind da hingezogen, ich weiß es nicht. Aber er hat auch nicht nur etwas gelernt, was mich betraf. Er hat auch bei anderen nicht mehr reagiert.
Und dieses Vorbeigehen und diese getrocknete Lunge, er wusste, von wem die ist, weil die hatte sonst keiner. Diese Verknüpfung, der war wieder da. Und da ist vielleicht was. Das lässt sich gehirntechnisch auch erklären, also Endorphine und alles, was auch die Erwartung spielt eine Rolle. Und dann konnte sich dieser Hund entwickeln. Und ich bin auch ohne Ziel daran gegangen, das ist auch ganz wichtig. Ich habe nicht gesagt, ich trainiere dich jetzt. Ich bin völlig wertfrei, völlig ziellos dahin gegangen und habe nur einfach gesagt, so möchte ich nicht mit meinem Retriever dabei gehen, dass du dich so fühlst und mein Retriever sich so aufregt. Und wir machen das so. Ja, und da gibt es ein Projekt, und das ist im Fernsehen gewesen, glaube ich. Ich höre über Internet gerne Nachrichten und ich höre die noch aus New Zealand, so ein Sender, West Coast. Die haben so super Oldies. Und wenn die Nacht haben, haben wir morgen und dann ist noch immer angenehm entspannte Musik. Und da hatte ich eine Werbung dann auch gehört. Wer hat schon mal davon gehört, von dem Projekt? Super. Und hat euch das beeindruckt? Du hast jetzt kein Mikrofon, aber ich merke an deinem Lächeln, dass du sagst, super. Gut. Und ich fand es genauso. Man hat dort Tierheimhunde genommen und ihnen etwas zugetraut. Und zwar Hunde, die abgegeben worden sind als aggressiv, als dumm, als sonst was. Und hat mit einigen Hunden trainiert, in dem Fall mit 3, mit sehr, sehr guten Trainern, auch wissenschaftlich begleitet, Auto zu fahren. Da kann man sagen, was für ein Schwachsinn, wofür braucht man das denn? Man braucht es dafür, um zu sagen, ey Leute, das sind Hunde, die was können, die nicht einfach nur doof, aggressiv oder sonst was sind, sondern wenn man sich mit ihnen beschäftigt, dann sind das wunderbare Wesen. Und mich hat es einfach sehr beeindruckt. Es ging nicht darum, diese Hunde zu instrumentalisieren und zu sagen, so, wir machen jetzt eine Show mit den Hunden, sondern zu zeigen, das sind so wunderbare Tiere und das können sie. Und sie haben sehr viel Erfolg damit und ich zeige euch einfach mal, wie es geübt wurde. Auch das hat mich fasziniert. Und wenn ihr unter YouTube da nachschaut, nachsucht, findet ihr noch ein paar wirklich ganz, ganz tolle Videos. Und da kann man einfach nur Freude haben und sagen, wow. Fantasievoll, da sind wir wieder. Fantasie, was macht es mit uns, was macht es mit anderen? Und natürlich geht das nur, wenn man Mini hat wahrscheinlich.